Hallo, ich bin krank und deswegen gibt es heute ein cozy, anonymes Q&A. Ihr konntet mir auf Instagram anonym Fragen stellen. Ich habe explizit gesagt, spice it up und Leute, you understood the assignment. Das gesamte Q&A beinhaltete quasi zwei Themen. Zum einen die horrenden Arbeitsbedingungen in der Klinik von sowohl Ärzten und Ärztinnen als auch in der Pflege. Und zum anderen, what else could it be? Sex. Ich habe versucht, so ein bisschen eine Balance zu finden und das möglichst facettenreich zu gestalten. Also, grab a snack oder ein Erkältungstee, so wie ich. Ich hoffe, meine Stimme ist einigermaßen okay. Ich habe gerade extra nochmal eine Runde Nasenspray mir reingepfeffert. Let's go. Klinikalltag im Vergleich zur Zeit bis zum Physikum. Wird es besser? Ich bin so demotiviert bei Chemie, Biochemie und Co. Mir macht nur Anatomie Spaß. Da kann ich euch wirklich beruhigen. Das, was alle immer sagen mit in der Klinik wird alles besser, ist tatsächlich ausnahmsweise mal die Wahrheit. Ich muss wirklich sagen, mein Leben hat sich um 180 Grad gewendet seit dem Physikum. Ich habe das Gefühl, wieder viel mehr eine Work-Life-Balance zu haben. Viel mehr einfach Luft zum Atmen, Luft, um neue Sachen irgendwie wieder auszuprobieren oder alte Sachen, die ich eher hinten angestellt habe. Ja, und es fühlt sich mittlerweile für mich tatsächlich wirklich an wie ein Studium und nicht wie etwas, was im Prinzip 95% meines Alltags ausmacht. Und das muss ich sagen, genieße ich sehr, weil es zum einen natürlich dazu führt, dass ich mehr Zeit für andere Dinge habe. Und zum anderen habe ich im Umkehrschluss auch viel mehr Spaß am Studium, weil die Zeit, die ich dann mit dem Studium verbringe, da habe ich einfach das Gefühl, dass ich da mehr Elan und mehr Energie reinstecken kann, einfach weil ich ausgeruhter bin. Ich kann natürlich hier wie immer nur für die Uni Münster sprechen, aber ich habe durchaus von Leuten an anderen Unis Ähnliches gehört und ich würde auch allen immer raten, erstmal ein paar Semester in der Klinik zu studieren und dann zu entscheiden, ob es doch das Richtige ist oder nicht, weil ich finde, die Vorklinik ist einfach nicht so super repräsentativ. Ja, und hinzu kommt natürlich auch, dass die Fächer natürlich ganz andere sind. Also man hat wirklich jetzt in der Klinik das Gefühl tatsächlich, Medizin zu studieren und ich glaube, das macht auch viel aus. Wie schaffst du es alleine, also ohne Partner, komplett happy mit dir und deinem Leben zu sein? Diese Frage wurde tatsächlich super oft gestellt und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, dass es mich ein bisschen schockiert hat. Natürlich, ich will überhaupt nicht verleugnen, dass eine schöne und gesunde Beziehung was ganz Tolles ist, was sich sicher auch fast jeder irgendwie wünscht. Und natürlich gibt es auch für mich Momente, wo ich sagen würde, das hätte ich gerne. Vor allem eben, weil ich einfach auch ein sehr sozialer und ja, einfach ein Beziehungsmensch bin. Aber das hat für mich nichts damit zu tun, dass ich mit meinem Leben als Single in irgendeiner Art und Weise unzufrieden oder gar unglücklich sein würde, weil ich keinen Partner habe. Und ich weiß nicht, irgendwie die Tatsache, dass das so viele gefragt haben, hat mich einfach so traurig gemacht, weil das ja anscheinend bedeutet, dass für einige Menschen das durchaus ein Thema ist, dass man sich eben nicht vollkommen fühlt oder dass das Leben sich nicht zu 100% happy anfühlt ohne einen Partner oder eine Partnerin. Und ich habe dieses Thema, glaube ich, auch schon super oft angesprochen, aber und ich werde es auch einfach nochmal sagen, weil ich es einfach so wichtig finde, dass man das verinnerlicht. Ihr seid vollkommen, so wie ihr seid, ohne irgendwen anders. Und ich benutze da immer gerne die Metapher des Kreises. Ihr seid ein Kreis. Ihr seid kein Halbkreis, der erst dann zum Kreis wird, wenn eine andere Person in euer Leben tritt, mit der ihr eine Beziehung eingehen wollt. Nein, ihr seid schon ein Kreis. Und die Person, mit der ihr dann vielleicht eine Beziehung eingeht, ist ein schönes Add-on, die das Leben natürlich bereichert und die auch viel Freude bringen kann und viel Halt bringen kann und so weiter. Aber zunächst einmal sollte man diese Basis-Happiness, diese Basis-Zufriedenheit für sich selber schaffen, sodass man eben, sollte es zu einer Trennung kommen oder sollte es, wie in meinem Fall, dazu kommen, dass einfach vielleicht gerade kein Partner in Aussicht ist, dass man einfach trotzdem ein komplett, ich sag mal, vollkommenes Leben für sich führen kann. Und dass man vor allem sich nicht abhängig macht
von einer anderen Person oder dass man sich davon abhängig macht, dass eine andere Person einem diese Happiness bringen wird. So blöd es klingt, aber das meiste in diesem Leben ist vergänglich. Wenn man so schön sagt, everything is temporary. Was auf der einen Seite gut ist, weil eben die schlechten Zeiten auch vorbeigehen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ja, man Menschen verlieren wird auf die eine oder andere Art und Weise. Und dass man eben ja, auch Dinge, die man sehr lieb gehabt hat, loslassen muss. Und wenn dann diese Base, sag ich mal, fehlt, was ist denn dann noch da? Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen einfach ein Appell an alle da draußen, egal ob ihr Single oder nicht Single seid, sucht die Glücklichkeit und die Zufriedenheit in euch selber. Ja, in eurer Person, in euren Hobbys, in eurem Studium, in eurem Beruf, was auch immer. Genau, und um deine Frage zu beantworten, ja, ich bin sehr, sehr happy mit meinem Leben. Ich fühle mich sehr, sehr blessed, dieses Leben führen zu dürfen. Ich habe das Gefühl, dass ich ja sehr viele Privilegien genießen kann, für die ich auch sehr dankbar bin, dass ich wahnsinnig tolle Freunde und Familie habe und dass ich auch allgemein einfach sagen kann, dass ich mit mir als Person zufrieden bin. Und das für mich ist ein sehr, sehr großer Success, weil ich ganz lange überhaupt nicht zufrieden war. Also nicht ansatzweise. Ich meine, es gibt auch Dinge, die ich jetzt gerne noch verändern würde und die ich gerne verbessern würde, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, bin ich eigentlich ganz happy. Hast du schon mal das Studium angezweifelt? Ja, diese Frage habe ich jetzt rausgepickt, so ein bisschen als Zusammenfassung von all den Fragen, die so in die Richtung Studium, Work-Life-Balance und Arbeitsbedingungen später im Studium gehen, weil da haben sehr viele Leute gefragt, ob ich da Angst vor habe. Deswegen werde ich das jetzt einfach alles gebündelt in dieser einen Frage beantworten. Das Studium selber habe ich noch nie angezweifelt. Ich weiß, dass ich das Studium zu Ende machen möchte. Ich weiß, dass es mir Spaß macht, meistens. Und dass ich mich hier auch irgendwo einfach angekommen fühle. Woran ich allerdings schon gezweifelt habe oder vielleicht auch gerade am Zweifeln bin, ist, was danach kommt. Stichwort Arbeitsbedingungen. Und um da die große Frage zu beantworten, ja, ich habe tatsächlich Angst vor den Bedingungen, die momentan vorherrschen in unserem Gesundheitssystem und ja, die Auswirkungen, die das eben hat auf die Ärzteschaft und natürlich auch die Pflege und letztendlich dann eben auch die eigene Gesundheit, weil ja, wir wissen alle, was solche Arbeitsbedingungen mit einem sowohl psychisch als auch körperlich machen können. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass ich da noch nicht wirklich eine Antwort drauf gefunden habe. Ich habe glücklicherweise jetzt noch ein paar Jahre vor mir, bis es soweit ist, bis ich da eine Entscheidung treffen muss. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich dann in der Zeit ein bisschen Klarheit auch gewonnen habe für mich, wo es für mich hingehen soll. Und ja, viel mehr kann ich dazu eigentlich gerade nicht sagen, weil das für mich gerade wirklich somit die größte Challenge tatsächlich ist, mit der ich mich momentan beschäftige. Alles, was ich sagen kann, ist, ihr werdet es sehen. Und ich werde es sehen, hoffentlich. Genau, aber ich finde es auch ganz wichtig, das irgendwie in den Videos auch ab und zu mal zu thematisieren, weil es ist wirklich ein ganz brisantes Thema, was auf der einen Seite immer wieder aufkommt in den Medien, auch auf YouTube. Ich sehe, habe etliche Dokumentationen schon gesehen von Ärztinnen oder Ärzten, die eben aussteigen wollen oder die unter diesen Bedingungen sehr leiden, die Pflege natürlich genauso. Ich rede jetzt hier hauptsächlich von den Ärzten, weil das eben meine Berufsgruppe später sein wird wahrscheinlich. Und dennoch habe ich oft das Gefühl, dass es in der Politik aber nicht den Anklang findet, den es finden sollte, meiner Meinung nach. Und da ich ja schon eine gewisse Plattform zumindest habe, finde ich das sehr, sehr wichtig, das anzusprechen und da vielleicht auch nochmal ein bisschen den Fokus drauf zu legen. Was würdest du der jüngeren Esther vor dem Medizinstudium raten? Ich würde ihr definitiv raten, ein bisschen mehr zu chillen und alles ein bisschen mehr mit einer I don't give a fuck Attitude anzugehen. Beziehungsweise vielleicht nicht I don't give a fuck, das ist vielleicht ein bisschen too harsh. Aber einfach es ein bisschen lockerer sehen. Und Prüfungen als das ansehen, was sie sind. Prüfungen. Nicht mehr und nicht weniger. Und was ich ihr auch raten würde, vor allem der Esther, die noch keinen Medizinstudienplatz hatte, ihr würde ich raten, das Medizinstudium nicht als das Nonplusultra anzusehen und nicht als der eine Weg oder kein Weg anzusehen. Sondern ich würde ihr raten, ihre Fühlerchen noch ein bisschen mehr auszustrecken, ein bisschen mehr in ihre Fähigkeiten zu vertrauen und auch ihrem Bauchgefühl nachzugehen. Ja, weil ich glaube, dass der früheren Esther, dass sehr viele Tränen und sehr viel
Bauchschmerzen erspart hätte, wenn sie einen anderen Weg auch noch als genauso gute Alternative, oder noch nicht mal Alternative, sondern als genauso guten Weg für sie selber angesehen hätte. Und heute weiß ich, was das gewesen wäre für mich. Und heute weiß ich auch, dass ich wahrscheinlich damit genauso zufrieden gewesen wäre. Was bereust du in Bezug auf deine Schulzeit, Stichwort Abiturvorbereitung, am meisten? Am meisten bereue ich, dass ich mich sehr stark auf meinen schriftlichen Leistungen ausgeruht habe. Ich war nämlich eine der Kandidatinnen, die sehr gut waren schriftlich und die sich dann gedacht haben, ach ja, das passt schon so, und die dann ihre Zeit im Unterricht eher damit verbracht hat, mit ihrer Freundin zu quatschen oder Karikaturen von ihren Lehrern und ihren Mitschülern zu zeichnen. Die gibt es übrigens auch noch. Das Ding ist, ich hatte zwar schon das Gefühl, auch wenn immer gesagt wurde, dass es 50-50 aufgeteilt wird, also die mündliche und die schriftliche Note, dass die schriftliche doch immer noch einen kleinen Ticken überwogen hat. Überwogen? Überwiegt? Aber dennoch glaube ich, dass mein Abitur deutlich besser gewesen wäre, wenn ich mich einfach ein bisschen regelmäßiger beteiligt hätte. Und das Ding war, oftmals, außer in Mathe, wusste ich tatsächlich auch die Antwort oder hätte was zu einem Thema sagen können, hab's aber dann aus Faulheit nicht gemacht oder manchmal auch aus Scham irgendwo, also dass ich dann irgendwie dachte, ah ja, vielleicht ist es doch nicht richtig und so. Und damals habe ich mich dann noch mehr geschämt, was Falsches zu sagen, als ich es heute zum Beispiel tue. Ja, und vor allem waren dann auch einfach so andere Dinge halt wichtig, ne? Wie das halt so ist in der Pubertät. Ich blame mich dafür auch nicht, weil ganz ehrlich, wie alt war ich? 16, 17, so um den Dreh. Und da ist die Welt halt einfach anders als Teenager. Und im Endeffekt hat ja alles so geklappt, wie es klappen sollte. Aber ja, rückblickend, wenn ich jetzt in diesem Alter nochmal ins Abitur gehen würde, würde ich das definitiv anders machen. Ist sie denn gar nicht schwindelig geworden, als du das erste Mal im OP warst? Oder hat sie Zian abgehärtet? Ich hatte ja nie einen richtigen PrEP-Kurs. Das war ja wegen Corona alles online. Ich hatte dann im vierten Semester nur diesen PrEP-Demo-Kurs, wo wir aber nur gucken durften und nicht selber sezieren durften, beziehungsweise selber preppen durften. Genau, und ich muss sagen, dass ich einfach generell eine Person bin, die kein Problem damit hat, sowas zu sehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen einfach Anlage. Aber ich hatte weder beim PrEP-Kurs noch im Patho-Kurs noch bei der Obduktion, bei der ich dabei war, noch jetzt im OP irgendwie Probleme damit. Ich kann es euch auch gar nicht sagen, warum. Ich hatte da auch nie wirklich Angst vor. Ich hatte vor dem ersten PrEP-Tag hatte ich dann einmal so ein bisschen so, oh, was ist, wenn das so ist und so. Aber als ich das dann gemerkt habe, dass es nicht so ist, war ich eigentlich auch immer relativ relaxed. Was vielleicht damit reinspielt, ist, dass ich es ganz gut schaffe, in meinem Kopf das alles so ein bisschen zu rationalisieren, beziehungsweise das im Bilde der Medizin zu sehen. Also zum Beispiel, wenn jetzt auf der Straße jemand vor mir abgestochen werden würde, wo man ja auch Blut sieht und eventuell noch andere Sachen sieht, keine Ahnung. Ich glaube, da das halt nicht im Kontext der Medizin ist, wäre das für mich viel, viel schlimmer, sowas mit anzusehen. Und weil natürlich auch Gewalt oder alles involviert ist. Ich hoffe aber, ihr wisst irgendwie, was ich meine. Und im OP oder auch im PrEP-Kurs, da weiß ich halt einfach, dass das gerade meiner Bildung dient. Und vor allem auch, dass es in einem kontrollierten Setting stattfindet. Es ist sicherlich was anderes, wenn ich jetzt diejenige gewesen wäre, die operiert hätte. I think. Aber was ich eigentlich sagen wollte, falls es bei euch so ist und falls ihr irgendwie mal umgekippt seid oder falls ihr da irgendwie Herzrasen bekommt oder so, ihr seid nicht alleine. Ich kenne ganz, ganz viele Leute. Auch selbst in dem OP, wo ich war, da hat eine Ärztin gesagt, dass sie auch, als sie das erste Mal im OP war, dass sie da auch umgekippt ist. Das sagt nichts über euch aus. Weder, dass ihr dadurch schlechter in Anatomie seid, noch, dass ihr keine gute Chirurgin oder Chirurg werden würdet. Also macht euch da mal gar keine Sorgen. An die meisten Sachen muss man sich auch einfach erstmal gewöhnen. Und das ist in der Medizin nicht anders als in allen anderen Fächern. Wo ich tatsächlich mehr Hemmungen hatte, war bei so Sachen wie Vigo legen oder Blut abnehmen bei den ersten Malen, weil jemanden wirklich, der bei Bewusstsein ist, heißt, der nicht tot ist, wie im PrEP-Kurs oder in Narkose, wie jetzt im OP, sondern jemand, der halt daneben sitzt und Schmerz dann auch akut empfindet, da dann irgendwie die Überwindung aufzubringen, da irgendwie reinzupieksen oder irgendwie was zu machen, das fand ich, glaube ich, am schwierigsten. Eine Sache, die du jede Woche isst. Ersetze jede Woche durch jeden Tag, and that would be Schokolade. Ich kann nicht ohne Schokolade leben. Ich brauche wirklich jeden Tag
ein kleines Stück. Ich bin dann auch keine Person, die eine ganze Tafel sich reinzieht. Das habe ich ungelogen noch nie gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben eine ganze Tafel auf einmal gegessen, weil mir das dann auch irgendwie zu viel ist. Aber ich brauche jeden Tag so eine kleine Süßigkeit. Oder einen Kuchen. Also nicht einen Kuchen, aber ein Kuchenstück. Ja, also im Prinzip eine kleine, aber regelmäßige Dosis. Was ist die schlimmste Erfahrung, die du je auf einem Date gemacht hast? Let me tell you. Wie alt war ich? 2019? Wann war ich denn da? 21. Ja, passt. Ja, genau. Das war kurz nach der Trennung von meinem ersten Freund. Und da dachte ich mir so, jetzt gehst du auf Tinder und you know the drill. Und dann, ja, war ich auf einem Date mit einem Dude. Und das war so semi. Ja, und ich habe mich irgendwie nicht so wohl gefühlt. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie passt. Und die Person, ja, war dann am Ende des Dates tatsächlich recht grenzüberschreitend, fand ich. Ja, weil sie eben mich geküsst und betatscht hat, obwohl ich der Person vorher sowohl verbal als auch nonverbal klar gemacht habe, dass ich das nicht möchte. Und das hat mich tatsächlich dann auch ziemlich verstört. Also wie jemand so sich über meine persönlichen Grenzen hinwegsetzt und irgendwie, ja, gar nicht zuhört, beziehungsweise technically zählt das ja eigentlich auch schon zu Sexual Harassment, muss man ja wirklich dazu sagen, ne? Wenn jemand etwas tut, was man nicht möchte. Und das hat auch noch dazu geführt, dass ich dann eine ganz lange Zeit auch erstmal überhaupt keinen Kontakt zu anderen Typen haben wollte, weil mich das irgendwie, ich weiß nicht, also das war das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Und das hat mich einfach sehr schockiert. Und deswegen, an alle Menschen da draußen, die auf Dates gehen, bitte, bitte hört auf sowohl die Sprache als auch die Körpersprache der Person, die euch da gegenüber sitzt. Und wenn ihr bemerkt, die Person fühlt sich nicht wohl oder die Person möchte etwas nicht, dann bitte lasst es. Und was ich übrigens auch miterlebt habe, ich kann jetzt hier nur von Typen sprechen, weil ich bisher nur auf Dates mit Typen war, dass viele denken, dass sie nach dem ersten Date unbedingt sich küssen müssen. Das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich zum Beispiel gar keine Person bin, die das gerne, nachdem sie jemanden zum allerersten Mal trifft, weil man muss ja sich überlegen, man ist ja technically fremd. Also man hat vielleicht vorher auf welchen Plattformen auch immer geschrieben, ne, aber man trifft sich da jetzt zum ersten Mal. Und ich finde ehrlich gesagt nicht, dass das so als, ich sag mal, Common Knowledge oder so als Sache, die man einfach halt dann so tut, angesehen werden sollte, dass man sich unbedingt nach dem ersten Date küsst. Wenn man das machen möchte, von beiden Seiten aus, gerne. Kann jeder handhaben, wie er möchte, nur ich finde halt nicht, dass es erwartet werden sollte, dass man das macht. Und das hat mich halt schon öfter in, ich sag mal, unangenehme Situationen befördert. Ja, hört einfach auf euer Gegenüber und versucht da einfach ein bisschen, ich sag mal, feinfühlig zu sein. Wie alt warst du, als du dein erstes Mal hattest? Ich war tatsächlich fast 19 Jahre alt. Redest du mit deinen Freunden oder Familie über Sex? Ist das ein offenes Thema bei dir? Ich würde sagen, ja. Also das war bei uns in der Familie nie ein Tabuthema. Also gar nicht. Wurde auch schon sehr, sehr früh aufgeklärt, würde ich sagen. Einfach, weil ich a nosy bitch war damals. Und ja, wie Kinder dann halt so sind, ne? Die sind halt neugierig, die wollen halt Sachen wissen. Und meine Eltern waren da immer komplett fein und komplett cool auch. Ich glaube, ich war tatsächlich eher diejenige, vor allem in meiner beginnenden Pubertätsphase, die das alles ein bisschen cringiger gemacht hat, als es hätte sein müssen oder als es von meinen Eltern dann auskam. Ja, und mit meinen Freunden ist es generell sehr offen. Ich habe generell auch einige Freundinnen vor allem, die einfach sehr offen sind, was das angeht und die halt auch irgendwie mir da auch geholfen haben, da auch wiederum ein bisschen offener zu sein. Und das finde ich sehr schön. Also besonders, dass halt, ja, man sich als Ladies gegenseitig so ein bisschen empowert, was das Thema angeht. Von daher, ja, bin ich da sehr lucky, diese Leute in meinem Leben zu haben. Fandest du schon mal einen Dozenten attraktiv? Klar, also happens all the time, würde ich sagen. Na, okay, nicht all the time. Vielleicht, wenn dann eher Assistenzärzte, weil die ja noch näher an meinem Alter dran sind. Aber ja, klar, ist schon mal passiert. Ich bin in der 12. Klasse und bin mir nicht sicher, was ich werden soll. I feel you.
Trust me, mit 17, 18 oder wie alt man da ist, ja doch, wusste ich auch überhaupt nicht, wo es für mich hingehen soll. Und selbst auch in dem Jahr danach, also in meinem Au-pair-Jahr, habe ich es auch nicht wirklich gewusst, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe erst so mit Beginn meines Psychologiestudiums, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist es nicht, hat sich dann so langsam rauskristallisiert, okay, doch vielleicht lieber in die Medizinerrichtung, aber man muss sich auch überlegen, ganz ehrlich, ihr seid 17, 18 Jahre alt und so erwachsen, wie man sich da fühlt, man ist es noch nicht. Ist es einfach so. I'm sorry. Ich finde es immer krass, dass halt erwartet wird, dass man mit 18 entscheiden kann, was man für den Rest seines Lebens machen möchte. Ich meine, es gibt Leute, die das tun, definitiv, aber die allermeisten wissen es nicht. Ich kenne mehr Leute, die ein Studium schon mal angefangen und es dann abgebrochen haben oder die zum Beispiel noch eins drangehangen haben oder die eine Ausbildung gemacht haben und dann nochmal studiert haben, als Leute, die von vornherein ihren Weg, sag ich mal, straight verfolgt haben. Und ich finde, das ist auch vollkommen legitim und vollkommen verständlich, dass man das mit 18 noch nicht weiß. Also, ich habe mich damals gefühlt, als ob ich so ein bisschen in einer behüteten Bubble aufgewachsen bin und noch keine Ahnung vom Leben da draußen richtig hatte. Und wie soll man dann unter diesen Bedingungen dann so eine Entscheidung treffen? Von daher würde ich immer sagen, probier dich aus. Because now is the time. Diese Zeit wird nie wiederkommen. Nehmt euch die nächsten 3, 4 Jahre, macht Praktika, macht vielleicht ein FSJ. Probiert vielleicht mein Studium aus, probiert vielleicht meine Ausbildung aus. Und wenn sie nichts ist, oh well, dann ist sie halt nichts. Ich meine, ich habe mit 22 angefangen, Medizin zu studieren und das ist legit kein Problem. Ich muss auch sagen, im Nachhinein wünschte ich mir manchmal, dass ich nicht einfach so in Psychologie reingeschlittert wäre, auch wenn ich es nicht bereue. Aber ich wünschte mir manchmal, dass ich die Zeit mehr genutzt hätte, um eben mal was auszuprobieren. Und genau aus dem Grund sage ich euch das jetzt auch, weil mir das damals keiner gesagt hat, dass ich das jetzt einfach mal machen kann. Und ich war sehr so fokussiert auf Studium, Studium, Studium. Man muss natürlich dazu sagen, dass das auch wieder ein First World Ding ist. Beziehungsweise nicht nur First World, sondern auch eine Sache der Finanzierung und dass auch das Ausprobieren wiederum ein Privileg ist, was nicht jeder genießt. Deswegen möchte ich jetzt hier auch nicht komplett spoiled klingen, so nach dem Motto, ah, umreise die Welt, mach was du willst oder irgendwie so, weil ich weiß, dass es für manche einfach nicht realistisch ist. Ja, das wollte ich nochmal dazu erwähnt haben. Okay, letzte Frage für heute. Wenn du einen Aspekt am Medizinstudium ändern könntest, welcher wäre es? Das habe ich ja schon angesprochen in meinem letzten Vlog. Und zwar das Thema Fehltermine. Zum einen verstehe ich es, dass man in einem praktisch orientierten Studiengang gewisse Kurse belegen muss, die einfach vielleicht wichtig sind, essentiell sind und die man mitgenommen haben sollte. Und dass auf diesen Kursen dann eine Anwesenheitspflicht besteht, verstehe ich. Allerdings ist es, finde ich, in Medizin wie in fast keinem anderen Fach so. Ich meine, es gibt sicherlich noch einige andere naturwissenschaftliche Studiengänge, bei denen das ähnlich ist, aber fast kein anderes Fach ist so dermaßen verschult wie Medizin. Ja, und manchmal muss ich sagen, fühlt es sich tatsächlich auch mehr wie Schule an als wie ein Studium, weil wir eben ja strikt unsere Fächer haben, die wir so machen. Es gibt zwar sowohl in der Vorklinik als auch in der Klinik ein Wahlfach, aber auch da wählt man dann zwischen irgendwelchen medizinischen Fächern im Prinzip. Heißt, man lernt nie irgendwie mal was außerhalb kennen oder kann mal außerhalb von seiner Bubble irgendwie was machen. Ich meine, ich habe in der Vorklinik Medical English gemacht. Man kann so gesehen sagen, ja, ist ja eine Sprache, ja, aber Medical English, you know? Und dazu kommt eben auch noch, dass ich persönlich finde, dass es durchaus auch einige anwesenheitspflichtige Kurse gibt, die nicht unbedingt mir so viel gebracht haben, noch die mich irgendwie jetzt in der Klinik oder so weitergebracht haben. Also man hat dann vielleicht mal 2 Fehltermine, manchmal auch nur einen, bei manchen Kursen auch gar keinen. Und das ist einfach unrealistisch. Es ist erstens unrealistisch für Leute, die arbeiten müssen, um sich ihr Studium finanzieren zu können. Und das ist in manchen vorklinischen Semestern kaum möglich, außer wenn man halt am Wochenende arbeitet, weil einfach unter der Woche alles so dermaßen voll ist mit anwesenheitspflichtigen Kursen. Das ist mittlerweile besser geworden, aber in der Vorklinik, ja, ist das durchaus ein Problem. Und das finde ich ist problematisch, wenn man eben überlegt, dass
nicht jeder aus einer wohlhabenden Familie kommt, die einen unterstützen kann, dass nicht jeder BAföG bekommt oder dass es eben einfach auch andere Problematiken gibt, die eben ja einfordern, dass man arbeiten geht. So, die andere Sache ist Krankheit. Das habe ich ja jetzt auch gerade wieder miterlebt. Ich bin jetzt seit ungefähr einer Woche krank, hatte jetzt tatsächlich das Glück, dass in dieser Zeit kein anwesenheitspflichtiger Kurs war, außer heute. Heute wird einer stattfinden. Dadurch, dass wir eben keine Fehltermine haben, steht man dann im Prinzip vor der Frage, gehe ich da jetzt hin, obwohl ich krank bin, einfach weil ich den Kurs nicht wiederholen möchte oder kann oder wie auch immer. Man kann natürlich auch einen Kurs im nächsten Semester nachholen, ne? Das sei hier natürlich erwähnt, der Fairness halber. Oder lasse ich den Kurs eben heute sausen. Manchmal sind es natürlich auch zwei. Es gibt ja manchmal auch mehrere anwesenheitspflichtige Kurse am Tag, klar. Und hänge dann dafür hinterher oder muss das nachholen oder wie auch immer. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dann im Prinzip von vornherein einem so ein bisschen die Einstellung antrainiert wird, dass man nicht auf seine eigene Gesundheit zu hören hat. Und das zum Beispiel ist auch eine große Problematik, die ich sehe in unserem Gesundheitssystem beziehungsweise in der Klinik und in den Arbeitsbedingungen, weil es so viele Leute da gibt, die krank zur Arbeit gehen oder die das Gefühl haben, sie können jetzt ihre Kolleginnen und ihre Kollegen nicht im Stich lassen oder wo eben so eine krasse Unterbesetzung herrscht, dass es legit einfach nicht anders geht. Und das, muss ich sagen, finde ich nicht in Ordnung. Gerade wenn man in diesem Bereich arbeitet und man Menschen den lieben langen Tag predigt, wie wichtig Gesundheit ist und dass man, wenn man krank ist, natürlich zu Hause bleiben sollte, bla bla bla. Und dann selber den eigenen Rat überhaupt nicht befolgt und überhaupt nicht nach diesen Prinzipien lebt, das finde ich, es geht einfach nicht. Und deswegen finde ich schon, dass diese ganze Pflichtveranstaltungs-/Fehltermin-Problematik, dass das einfach überarbeitet werden sollte. Also ich sage damit, wie gesagt, nicht, dass es gar keine Pflichtveranstaltung mehr geben sollte. Aber es gibt ja auch noch 1000 Stufen zwischen nur Anwesenheitspflicht und gar keine Anwesenheitspflicht. Also es wird da ja sicherlich irgendwo einen Kompromiss geben, den man vielleicht irgendwie einführen könnte. Meinetwegen, dass man einen Attest vorzeigen muss oder dass es mehr Ausweichtermine gibt. Ne, dass man da einfach irgendwie ein bisschen freier ist in seiner Gestaltung seines Stundenplans. Wie auch immer, ich bin natürlich auch kein Politiker oder jemand, der für die Studienorganisation arbeitet. Aber ich bin mir sicher, dass es da irgendwelche Wege geben würde, wenn man, ja, da wirklich eine Änderung anstreben würde. Ja, Leute, damit sind wir am Ende des Videos. Ratet mal, wer keinen einzigen Schluck Tee getrunken hat, weil sie sich mal wieder verquatscht hat, wie immer. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass es eine gute Alternative war zum Vlog. Lasst mich gerne wissen, wie ihr diese anonymen Q&As findet, also ob ihr das besser findet als die normalen Q&As, wo man eben sehen kann, wer das schreibt. Genau, und falls ihr irgendwelche Videowünsche habt oder auch oder falls ich zum Beispiel auch mal ein Q&A über ein bestimmtes Thema machen soll, dann let me know, weil ich muss sagen, ich liebe Q&As, es macht mir sehr viel Spaß. Genau, und ansonsten vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder in einem Vlog und wieder gesund und munter. Und das bleibt ihr hoffentlich auch. Tschüss!